Liebe Trailerseite-User, mit Maria, ihm schmeckt's nicht, hat sie uns schon begeistert. Jetzt kommt ihr neuer Film in die Kinos, Frau Müller muss weg. Ich freue mich jetzt auf Mina Tander. Der neue Film mit dir, Frau Müller muss weg, zeigt ja verschiedene Elterntypen und ihren Umgang mit ihren Kindern. Glaubst du, es ist schwieriger, ein hochbegabtes Kind zu haben oder eins, das es eher schwer mit dem Lernen hat? Ich glaube, das ist beides ähnlich schwer, weil es eben von der Norm abweicht in beiden Fällen. Und ich glaube, was Schule einfach immer dann doch ist, gibt eine gewisse Norm vor. Und wenn man der nicht entspricht, glaube ich, wird es schwierig. Ja, aber es ist heute noch normal. Ja. Also glaubst du auch, dass der Film sehr realitätsnah ist? Also dass es wirklich solche Eltern gibt, wie man da drin sehen kann? Ich glaube ja. Ich glaube natürlich, dass einige Figuren ein bisschen überhöht sind, ein bisschen erhöht. Aber ich glaube, dass sie schon sehr viel an ihrem Verhalten und vor allem an ihren Haltungen realistisch ist. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die den Film gesehen haben, gesagt, ich kenne genau so eine Mutter oder so, ne? Also ich glaube, dass das gar nicht so weit her ist. Natürlich ist immer die Frage, inwieweit würden die sich so gehen lassen in so einem Rahmen. Aber ich glaube im Grunde ja. Die Figuren kommen mir gar nicht so vor, als wenn sie sich so richtig gehen lassen. Ich glaube wirklich, dass sie sehr authentisch dargestellt sind. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es solche Eltern gibt. Mhm. Du bist ja auch Mutter. Könntest du dir vorstellen, dass du eine Mutter wirst, so wie die Rolle, die du spielst? Ich glaube eher nicht. Ich kann zwar das meiste oder eigentlich alles in dem Moment, wo ich eine Rolle spiele, kann ich alles nachvollziehen, weil es kommt dann aus mir heraus. Das ist ganz klar. Jetzt mit einem Abstand ist es schon so, dass ich manche Dinge so weit von mir entfernt sind, dass ich weiß, okay, ich glaube nicht, dass ich so werde. Aber Marina ist in einem auch komplett anderen Umfeld, die ist in einer ganz anderen Lebenssituation, die ist furchtbar unglücklich einfach. Also im Grunde genommen ist die Frau am Ende mit ihren Nerven und auch der Umgang mit ihrem Sohn, dass sie ihn so als hochbegabt einschätzt, obwohl er irgendwie gar nicht so gut zurechtkommt, wahrscheinlich aus ganz anderen Gründen. Da macht sie sich selbst eigentlich das Leben schwerer, weil sie gar nicht hinguckt, was wirklich mit ihm ist. Also das Wichtigste ist immer auf die Kinder achten. Ja, und gucken, was sie machen und vielleicht auch nicht überbehüten. Also da gibt es ja wirklich alles. Der eine macht jede Minute Lernübungen, die andere ballert ihn zu mit Zuneigung und Essen und allem Möglichen. Und die dritte ist eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt. Das sind alles Extreme, ja. Wie warst du eigentlich so als Schülerin? Ach, ich war, ja, es ist so doof, ich war eigentlich eine gute Schülerin. Total langweilig. Das sagst du, als wenn es was Schlimmes wäre. Nee, aber ich habe jetzt nicht die super Story. Also ich hatte eine Freundin, ist immer noch eine meiner engsten Freundinnen und wir waren wie Pech und Schwefel und wir wurden teilweise von unseren Lehrern verwechselt, obwohl sie doppelt so groß ist wie ich und hellblond. Aber wir hatten irgendwie, wir waren wie so eine Person und ich glaube, das war relativ auffällig an uns oder an mir. Du wusstest ja auch schon relativ früh, was du werden willst. Ich glaube, mit 10 Jahren oder so. Bekommst du denn immer, was du willst? Oder weißt du genau, wie du es bekommst? Oh, naja, schön wär's. Ich wünschte, es wäre so. Ich finde viel zu wenig. Also ich wusste, glaube ich, fast noch früher, dass ich Schauspielerin werden möchte oder sowas in die Richtung machen möchte. Es war dann irgendwann auch mal, ich will zum Zirkus und Seiltänzerin werden oder so. Aber das war mir relativ früh klar. Aber ich habe... wenn man relativ früh das weiß und dann da auch das irgendwie immer versucht zu machen, dass man dann, weiß ich nicht, 30 Jahre später das auch wirklich macht, das ist super, das ist ganz toll. Aber das heißt leider nicht, dass ich immer kriege, was ich möchte. Gab es denn auch einen Plan B für den Notfall? Ja, also ich habe schon auch angefangen, etwas Anständiges zu studieren nach dem Abitur. Da hatte ich zwar schon eine Hauptrolle gespielt, aber ich habe dann kurzzeitig auch einen Rückzieher machen wollen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich muss noch was anderes machen. Aber dann war die Versuchung so groß durch Dinge, die ich hätte oder machen konnte, dass ich das dann nicht weiter verfolgt habe. Wie würdest du denn jetzt reagieren, wenn dein Kind später nicht in der Schule so abschneidet, wie du es für richtig halten würdest? Naja, das ist schwierig zu beantworten, weil meine Tochter ist 3. Aber ich glaube, ich würde versuchen zu gucken, das ist natürlich jetzt das Ideal, ja. Ich würde gucken,
woran es liegt. Und dann würde ich gucken, inwieweit ich sie unterstützen kann. Ja, klar, das würden wahrscheinlich alle Eltern sagen. Wenn es denn mal so weit kommt, hoffe ich, dass ich da dann entspannt und ruhig bleibe und eben nicht so wie die Eltern in dem Film. Dann nehmen wir das jetzt auf Band. Dann ja, genau. Dann können wir das später nochmal angucken. In 3-4 Jahren. So wollte ich ja reagieren. Genau, jetzt bin ich völlig am Ende, weine nur noch und bin, ja. Ach Quatsch, so schlimm wird's nicht. Ich hoffe. Neben der Schauspielerei singst du ja auch. Und planst du da 2015 jetzt mehr mitzumachen? Oh, naja, also meine Schwester ist ja die Sängerin in der Familie und ich habe nur in Filmen gesungen und habe mit ihr Songs geschrieben für ihr Album, aber ich selbst plane da nichts. Also das ist ihr Metier und das ist wunderbar und sie ist so unglaublich gut und inzwischen auch sehr erfolgreich. Das wäre eine totale Gurkennummer meinerseits. Nee. Nee, hast du denn andere? Das Jahr ist ja noch ganz neu. Hast du denn andere Vorsätze vielleicht für 2015? Für 2015? Ganz ehrlich, da fällt mir jetzt leider so spontan nichts ein. Aber ich hoffe einfach, dass es ein gutes Jahr wird, wo ich relativ wenig Grund habe, mich an das, was ich gerade gesagt habe, zu erinnern, dass ich immer schön entspannt bleibe. Ich hoffe, das ist von alleine dann so. Das ist doch ein guter Vorsatz. Ich habe noch eine kleine Überraschungsfrage für dich. Wir haben nämlich ganz viele User-Fragen gesammelt und du darfst dir jetzt eine erklicken. Okay. Du darfst einmal auf neue Frage klicken, bitte, und vorlesen. Hund oder Katze? Ja. Absolut Hund. Warum? Ich mag Hunde, weil ich habe eher ein natürliches Verhältnis zu Hunden als zu Katzen. Und ich mag es, dass sie so treu sind. Ja. Die anderen beiden hatten noch die Frage, welche Fernsehserie sie am liebsten mögen. Möchtest du auch das? Kann ich sehr gerne sagen. Weil ich gerade die 7-1 Staffel von Mad Men gesehen habe. Und ich glaube, das ist tatsächlich meine Lieblingsserie. Die Zeit, also jetzt die Zeit, wo es jetzt spielt, Ende der 60er, finde ich nicht mehr ganz so toll wie am Anfang der Serie. Aber das ist ziemlich mein Ding. Da haben wir auch noch einen Tipp von dir. Vielen Dank. Ja.